Hallo Ralf, cool, dass wir die Gelegenheit finden, einmal über unsere aufbereiteten Bodenplatten zu sprechen. Paul, schön, dich hier zu treffen in unserer Flowwelt. Hallo. Wir haben seit Jahren ein Produktportfolio an Hohl- und Doppelbodensystemen und in letzter Zeit sind da die aufbereiteten Platten dazugekommen. Wie sieht es da aktuell bei uns aus? Welche Produkte bieten wir da an? Es ist ein ganz spannendes Thema, mit dem wir uns seit über einem Jahr schon beschäftigen. In der Zeit haben wir zwei grundlegende Familien generiert. Einmal die Familie Loop für Doppelböden und die Familie AddLife für Hohlböden. Für beide Familien liegen uns alle Zertifikate, Prüfungen und Datenblätter vor. Das heißt, wir sind ready to sell. Perfekt. Gern wirst du zitiert mit den Worten, dass gebraucht besser ist als neu. Das heißt, die aufbereiteten Platten haben Eigenschaften, die besser sind als neue. Das klingt zumindest ein bisschen skurril. Kannst du uns das kurz aufklären? Ja, mache ich gerne. Das klingt tatsächlich irgendwo ein bisschen verrückt, gebe ich dir recht. Ist aber ganz leicht zu verstehen. Was ist der Hintergrund? Die Platten sind, was Gebrauchseigenschaften, Gewährleistungseigenschaften und bauphysikalische Eigenschaften wie Schallschutz, Brandschutz, Statik, Elektrostatik angeht, identisch mit den neuen Platten, haben aber auf der Nachhaltigkeitsseite dramatische Vorteile. Zum Beispiel eine deutlich bessere CO2-Bilanz, eine Gaseinsparung bis hin zu Credit Points, die man bei Gebäudezertifizierungen bekommt, wenn da Nachhaltigkeit gefragt ist. Insofern versteht jeder ganz schnell, dass da wirklich Substanz hinter dieser Aussage steckt. Ja, und das funktioniert, weil wir ja ein gebrauchtes Produkt nehmen und es einfach nochmal bearbeiten und es dann nochmal in den Markt geht. Das heißt, es ist ein zirkuläres Produkt, ein wiederverwendetes Produkt. Um das tun zu können, müssen wir die gebrauchten Platten müssen irgendwie zu uns kommen. Ich hatte vor kurzem einen Unternehmer angesprochen, der davon gehört hat und meinte, ich habe gerade relativ viel weggeschmissen, war ein Riesenthema, das zu deponieren, was ja auch nicht einfacher wird gerade. Und nebenbei ist es dann ja einfach Müll. Wir haben die Möglichkeit, das sozusagen aufzuarbeiten. Wie kann jemand, der Doppelbodenplatten hat und die zu entsorgen müsste, wie kann der mit uns Kontakt aufnehmen, damit wir die Möglichkeit haben, den Kreislauf dort zu schließen? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns, weil die gebrauchte Platte ist ja quasi das Vormaterial zur aufbereiteten Platte. Ohne gebrauchte Platten können wir auch keine aufbereiteten Platten anbieten. Deswegen haben wir uns ein sehr niedrigschwelliges Angebot überlegt, einen niedrigschwelligen Einstieg. Das beginnt mit einer Telefonnummer, die wir kommunizieren, zum Beispiel auf so einer Visitenkarte. Die kannst du deinem Unternehmer gerne geben, dann kann er es beim nächsten Mal besser machen. Sehr gut. Da kann er uns anrufen. Da sind zwei Mitarbeiter, die da ans Telefon gehen. Wenn er die wählt, ist es ein QR-Code auf der Visitenkarte. Da kriegt er einen Link zu einer E-Mail-Adresse, da kann er uns kontaktieren. Die Adresse findet er auch auf unserer Homepage. Es gibt zig Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Okay. Dann ist er mit uns in Kontakt getreten, hat einen echten Menschen an dem Telefon gehabt, konnte mit dem schon mal die ersten Randdaten klären, wo ist das Projekt, welche Fläche liegt da. Wie geht es dann konkret weiter? Weil irgendwie müssen die Platten ja, die sind ja noch verbaut und liegen da, wahrscheinlich ein Teppich drauf oder sowas, und die müssen zu uns ins Werk kommen, damit wir sie aufbereiten können. Wie darf ich mir den Prozess vorstellen? Also nach der ersten Kontaktaufnahme wird er uns erstmal ein paar Bilder schicken. Dann gucken wir uns die Bilder an. Was sind das für Platten? Was können wir daraus erkennen? Wenn wir das noch für interessant halten, was in den meisten Fällen tatsächlich so ist, dann bitten wir ihn, uns ein paar Musterplatten zu schicken. Zwei, drei Musterplatten sind da ausreichend. Oder wir holen die selbst ab. Wir haben ja viele Mitarbeiter in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz verteilt, die das machen können. Dann prüfen wir die Platten und wenn sie dann immer noch interessant sind, dann gehen wir quasi ins Gespräch und überlegen, wie können wir den Ausbau gestalten? Will er das selbst haben, weil er das Personal vor Ort hat? Übernehmen wir den Ausbau? Will er die Fracht organisieren? Organisieren wir die Fracht? Da ist alles möglich. Das hängt ganz davon ab, was der Lieferant, der er schließlich ist, für Möglichkeiten hat. Okay.
Das heißt, wir haben die ersten Unterlagen bekommen, haben die Fotos gesehen und du sagtest gerade, wir sehen dort, welche Platten es sind. Welche Platten nehmen wir denn zurück? Wir alle kennen die klassische Gipsfaser-Doppelbodenplatte, die in Deutschland viel verarbeitet ist. Aber wie muss eine Platte beschaffen sein, damit wir sie zurücknehmen? Die Gipsfaserplatte ist tatsächlich der Schwerpunkt unserer Rücknahme. Wir nehmen aber auch Holzwerkstoffplatten zurück und auch Aluminiumplatten. Okay, wir nehmen Platten zurück, das heißt, das sollten möglichst ganze Platten sein. Anschnitte und Bohrungen sind wahrscheinlich nicht gut, oder? Bisher ist es tatsächlich so, ganze Platten, keine Anschnittplatten. Wir arbeiten an einer Möglichkeit, Gipsfaserplatten wieder zu recyceln. Da werden wir eine Anlage in 2024 vermutlich in Betrieb nehmen. Ab dem Zeitpunkt wären auch solche Platten zur Rücknahme geeignet. Das klingt gut. Und wenn ich das so richtig alles verstehe, dann ist der Nutzen für denjenigen, der die Platten eigentlich entsorgen müsste, er erspart sich sozusagen das Thema Entsorgung, möglicherweise auch den Aufwand des Rückbaus, wenn wir das übernehmen. Und wir haben ein Produkt, was wir nicht entsorgen müssen, sondern wir nehmen es zurück, arbeiten es auf und als dieses Produkt geht es nochmal in den Kreislauf. Also wir haben eine wirkliche Zirkularität, die wir da leben. Das heißt, das klingt nach einer perfekten Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ganz genau so ist es. Das ist die Win-Situation für den, der die Platten uns liefert, der sie nicht mehr entsorgen muss. Das ist die Win-Situation für den Kunden, der eine aufbereitete Platte mit hervorragenden Eigenschaften bekommt. Das ist eine Win-Situation für die Umwelt, weil wir die Deponien entlasten. Das klingt perfekt. Lieben Dank, Ralf. Wir sind Lindner. Wir sind Mehrwert. Wir sind die Zukunft des Bauens. Dankeschön. Danke, Ralf.